delicious. So, einen wunderschönen guten Tag, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Ride 4. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht leider beim Starten des Streams. Mir ist heute ein bisschen Restream im Weg. Ich versuche die ganze Zeit noch auf YouTube nebenbei zu streamen, wie gewohnt, aber ich krieg's heute nicht hin. Also vielmehr Restreamer kriegt's gerade nicht hin. Tja. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich versuche es die ganze Zeit, aber ich habe scheinbar keine Chance, auf YouTube heute irgendwie zu streamen. Also vielleicht kommt es ja noch, vielleicht erholt sich der Stream noch. Auf Twitch funktioniert es, auf YouTube nicht. Also scheint wieder irgendein Serverproblem zu sein. Ist in der letzten Zeit irgendwie häufiger der Fall, dass wir hier so Serverprobleme haben. Und auf einer einzelnen Plattform streamen, naja. Gut, egal. Würde jetzt mein Controller schon mal gehen. Ride 4, Freunde. Ride 4. Es gibt einen neuen DLC und es war eh viel zu lange her, dass wir gezockt haben miteinander. Scheiße, warum geht mein Controller nicht? Vorbereitung ist bekanntlich alles. Na los, komm, einer muss... Ah, da haben wir dich. Da hat sich doch ein Controller bereit erklärt, mit mir zusammen und euch zusammen jetzt eine Runde Ride 4 zu testen. Beziehungsweise den neuen DLC. Wie ist das Licht ein bisschen weiter oben, ne? Mal ein bisschen runter. Komm! So. Ui. Ich bin zwar ein bisschen bestrahlt, aber eine strahlende Persönlichkeit. Was wir machen. So. Haare sind auch frisch geduscht. Ja. So, Freunde. Also, Controller geht, alles geht. Wir haben Sound. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. Nur YouTube funktioniert immer nicht. Schade. Dann laden wir das Video halt im Nachgang ab.
Dann lass mich wenigstens meinen Kontrollmonitor mal schnell aufmachen. Den Chat sehen wir ja, zumindest den Twitch-Chat. Mehr gibt's heute anscheinend nicht. Patsch. Machen wir noch unsere Kontrollmonitor auf. Das sieht gut aus. Also, es gibt ein Bonuspacken wieder. Und drin enthalten ist nichts anderes als die CWR 1000RR in der SP-Version von 2015, 14? Hätte ich auch gern gehabt, das Bike. Habe ich aber nicht. Aber so ein ähnliches habe ich. Tja, also los geht's. Lass mal den Gaming-Content wechseln, in der Hoffnung, dass mein PC das alles rafft. Weiß gar nicht, ob ich den Automatismus noch drin habe. Klappt wunderbar. Hier am Schnürchen hier. Prima. Oh, langes her, ey. Guck mal, ich blamiere, ey. Bestimmt. Das Potenzial hat's auf jeden Fall. Neues Motorrad auf jeden Fall. Drei neue Inhalte sind verfügbar. Habe ich. Ultimativ 2020er. Pack. Nee. Noch nicht. Mal gucken. Irgendwann mal. Wenn sie im Angebot sind. Das heißt, wir müssten ja theoretisch. Lass mal kurz Musik runterfahren. Wir müssen jetzt ja theoretisch. Müssten wir das neue Bike haben, ne? Persönliche Garage. Ihr Lügner! Da ist er. Die SP, meine Freunde. Ein wunderhübsches Bike. Die schöne SP. Da ist es schon. Ey. 832. Also, die Daten. Oh, da ist was falsch. Das geschulte Auge sieht das. Ja, da ist was falsch, meine Freunde. Was hat denn die eigentlich hier Gewicht? 180 Kilogramm. Hol mich der Teufel, aber ich meine, die SP aus dem Baujahr hat eigentlich 181 PS. Ich meine schon, dass die neuen 181 PS haben, die eine ganz leichte Motorsteigerung haben, die erfahren von Honda. Hier, der fette ABS-Kasten unterm Sitz, eigentlich ganz schick gelöst, ne? Ja, schon schick das Bike. Am meisten mag ich die Verkleidung, dass sie so schön bis in den Scheinwerfer hochgeht. Das ist ja bei der alten leider nicht so mega geil. Da geht die Verkleidung nur an die Seiten hoch und dann kommen die Ram Airs so mit dieser Abdeckung. Da wirkt sie halt ein bisschen, ja, die wirkt einfach ein bisschen moderner, ein bisschen frischer. Ne? Mit ihrer Front, ein bisschen aggressiver. Warum habe ich die eigentlich in der Farbe bekommen? Ich hätte die gern in... Ich möchte die verkaufen. Ich möchte eigentlich nur das Bike managen. Markierung ändern. Das muss ich erst freischalten. Was? Boah, das ist ja erreiche Stufe 5 der Motorradaffinität. Die wollen mir meine Rapsolar-Lackierung nicht geben. Oha, ihr Wichser. Ha. Ihr wollt mir meine schöne Rapsolar-Lackierung nicht geben, Mann. Der wird mich doch voll der große Rapsol-Fan. Naja, gut. Müssen wir sie halt erspielen. Ja, aber was wäre denn schöner, als so ein Motorrad gleich mal anzupassen? Frisch gekauft oder frisch geschenkt bekommen. Und das Erste, was man im Kopf hat, ist ein Anpassen zu machen. Der SC Project. Ah, guck mal, da sieht... Oh, haben sie sogar detailgetreu gemacht. Unten ist der Cut unter dem Motorrad. Will ich ja nicht sagen, ist bei mir auch. SC Project, was haben wir noch? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Sagen... Hin und her gerissen. Von der Tröterei wird wahrscheinlich der SC. Gewicht. Macht gar keinen Unterschied. Wie Kohle haben wir eigentlich, bevor ich jetzt hier Geld ausgebe? 27.000! Ich glaube, wir müssen was machen, Freunde. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Wow, shit, das hätte ich ja gar nicht gedacht, Alter. Scheiße. Wir müssen mal ganz schnell ein paar neue Rennen machen. Wo gibt es die neuen Events? Warte, da oben werden sie angezeigt.
Dog Events. Was haben wir denn da? Die Fireblade Trophäe. Das klingt nach einem Job für uns. Ich weiß nicht, ist der mittlerweile eigentlich YouTube aktiv? Ach, keine Ahnung. Wenn es mitläuft, müssen wir nachher nochmal zusammenschneiden. Falls nicht. Jetzt kann ich mir eine aussuchen, oder was? Mit welcher ich fahre? Das ist entweder nicht meine selbstgebastelte. Den Slick-Reifen. Die große kann ich auch nehmen. Die fette SP. Sieht aber so aus, als ob die Lichter fehlen würden. Natürlich fett, ne? 32 PS ist schon krank, ey. Ja komm, fahren wir mit der. Fahren wir mit der neuen SP. Wir wollen ja wissen, was abgeht. Versuchen wir uns die Fireblade-Trophäe zu holen. Können wir an dem Bike irgendwas einstellen schon? Vorspanner können wir tatsächlich einstellen. Nehmen es ein bisschen höher. Macau ist nicht so hügelig. Jetzt können wir ein bisschen ändern, wenn wir wollen. Und die Kalibrierung können wir theoretisch ändern. Lassen wir mal sein. Außer die Bremskalibrierung. Wo, ja, komm, lass Party machen. Gleich ein Rennen. Das auf Macau. Oh, scheiße. Alter. Ich habe ja alles eingeblendet. Warum das denn? Streckenführung brauche ich eigentlich nicht. Das ist ja Bullshit. Timing-Karte. Ich hatte das aus. Habt ihr das gesehen? Natürlich, ihr guckt dazu. Oh. Die schöne SP kaputt. Oh, komm rum. Ja, sorry, Alter. Ich bin echt lang nicht mehr gefahren. Dann soll ich hier gleich ein Rennen fahren. Mann, Alter. Wow, die ist aber rutschig. Vielleicht machen wir doch die Traktionskontrolle ein Stüfchen hoch. Vielleicht kann ich ja nebenbei ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Oh Gott, ich muss ja dran gewöhnen. Die SP ist aber geil eigentlich. Also für ein Standardbike macht die gerade ganz schön Bock. Also im Real Life fahre ich übrigens die fast gleiche Kiste. Nur aus einem etwas älteren Baujahr. 2009 anstatt 2015. Und natürlich nicht die SP leider. Oh, da hat es hier wieder welche gelegt, du. Oh, bin ich ganz schön langsam hier. Eieieiei. Ich sage ja, erstes Rennen und dann gleich Macau. Ist eine ganz schöne. Oh, meine Reifen. Meine Reifen, Freunde. Vielleicht sollten wir noch ein. Alter Schwede, die. Ich glaube, dieser Reifen ist hier überfordert. Fühlt sich zumindest mal so an, als ob der Reifen irgendwie. Oh, alter Schwede! Also, so gut sie am Anfang gemacht hat, der Reifen ist dafür gar nicht gedacht. Ich brauche andere Reifen. Das geht ja gar nicht. Scheiße, ey. Okay, voll kacke hier Reifen. Ja, warte mal, halt anpassen. Haben wir für genug Geld noch? Ja, schöne Metzler drauf. 8000. Das läuft. Erstmal Sleek-Reifen draufklatschen. Aber schön die SP-Felgen. Oh, ein Traum. Ein Traum. Ich mag dieses Motorrad unheimlich. Ja, ich habe die 2009er-Version bei mir in der Garage stehen. Mit vielen, vielen Updates mittlerweile. Ist auch noch nicht so ultra heiß wie diese Version. Aber schon sehr heiß. Schon sehr nah dran. Nur natürlich in Rapsol. Also eigentlich viel besser. Komm, kriegen wir noch eine Tüte dran? Tüte kriegen wir auch noch dran. Komm, hier. SP, die SC Project Tüte. Dann haben wir wenigstens schon ein bisschen Konzert. Ja, für die Ohren. Und darf das wenigstens schon mal ein bisschen knallern. Im Gehörgang.
Gott, ey, das wird ja was. Warte mal. Reifenwahl. Sonne. Bin mir unsicher. Bin mir unsicher, Freunde. Weiß nicht. Keine Ahnung, ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Ich war wirklich lange AFK bei dem Game. Oh, den hätten wir auch mal machen können. Das Nummernschildhalterchen. Die paar Kilogramm hätten wir uns sparen können. Wohoho! Na, das sieht doch schon ganz anders aus. Haben wir auch noch ganz andere Kurvenspeed. Alter, da haben wir ja richtig hier Vorsprung. Wow! Da merkt man der Firebird aber auch an, dass er echt sehr, sehr lang übersetzt ist. Was in der Realität auch stimmt. Also die Fireblade ist tatsächlich ziemlich lang im ersten übersetzt. Das macht einem das Leben nicht immer nur einfach. Zumindest auf der Rennstrecke kann das ganz schön anstrengend sein, weil da halt sehr, sehr dumm aus den Kurven rauskommt. Das ist ja auch das Ziel für mich dieses Jahr. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ich gehe jetzt dieses Jahr auf die Rennstrecke. Mein Bike ist quasi in die Richtung gewartet worden. Oder aufgewertet, beziehungsweise vorbereitet. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich habe mein Bike jetzt dieses Jahr vorbereitet auf die Rennstrecke. Für die Rennstrecke. Das heißt, ein, zwei Änderungen am Motor wurden vorgenommen. Ein paar Wartungen am Motor wurden vorgenommen. An der Abgasanlage wurden entsprechende Modifizierungen vorgenommen. Großer Metallcut. Aus genau dieser Version hier, der 2014-15er Version, wo der Cut nämlich im Auspuff drin ist, im Trümmer drin ist und nicht mehr im Auspuff. So, dass es quasi noch immer schön legal ist, dass man damit auf der Straße fahren kann, aber dass ich damit auch auf der Rennstrecke effektiver fahren kann. Oh, das war schnell gefühlt, aber es fühlt sich auch alles jetzt schnell an. Oh, der Hinterreifen. Hätte ich vielleicht auf hart machen sollen. Der ist ja im Arsch. Okay, der Hinterreifen, den hätte ich machen sollen, auch wenn der gar nicht so belastet wird hier. Ist der nach einer Runde schon ganz schön abgeknubbelt. Okay, das war schnell, ja. Das Spiegel hätte ich auch mal abmachen können. Aber nee, wir fahren jetzt einfach mit dieser schönen SP hier. Wow, das war schnell. Das war schnell. Muss dann mit den Spiegeln fühlt sich das Ganze jetzt hier ein bisschen mehr nach Street Racing an. Eigentlich ganz geil. Wie Runden haben wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hoffe mal 3 Runden nur. Das andere werden meine Reifen nicht überleben. Das wird auch übrigens so eine Qual der Wahl-Thema noch werden bei mir. Die Reifenwahl, weil ich muss ja zur Rennstrecke hinkommen. Es kann also nicht da, kann schon auf Slicks satteln und dann losfahren. Nee, das geht natürlich nicht. Entspricht natürlich nicht der STVO. Aber ich habe auch leider keinen Anhänger oder keinen großen Van, wo ich das Motorrad reinstellen könnte. Das heißt also, all diese Optionen fallen leider. Ich brauche also einen guten Straßenreifen. Bin momentan mit einem Dunlop unterwegs und würde dies ja gerne mal mit einem Michelin unterwegs sein. Hab da quasi schon ein bisschen meine Augen drauf geworfen. Bin ich sehr gespannt, ob ich dann einen Reifen finde, der wirklich für meine Belange alles kann. Oh Gott. Oh, wir sind nicht abgeflogen. Oh, geil, ey. Ich hätte gedacht. Also ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass ich hier eigentlich weg bin. Aber die fährt es echt gut, ne? Da, richtig Honda-typisch. Und jetzt sagt er, was heißt Honda-typisch? Ugh.
Hä? Was war denn das für ein Respawn? Der Fuck, alter Game. Hat er das gesehen? Was ist das denn für ein Respawn gewesen? An der Leitplanke, in die Leitplanke vor allen Dingen reinfahren. Alter. Scheiße. Thomas, das Einzige, was ich wirklich an meiner etwas älteren Version vermisse, ist dieses schöne Display, was hier vorne drin ist. Ja, ist nicht mit Farbe und so, aber ich finde das ganz, ganz gelungen. Ich weiß, dass man das umbauen kann. Ich weiß, dass man das umbauen kann, wenn man das möchte. Mit ein bisschen Aufwand, aber mit einem passenden Kabelbaum. Aber da halte ich noch Ausschau drauf. Die Kurve kriege ich irgendwie immer nicht. Da fahre ich aber zu dicht an der Wand schon vorbei, um die dann sauber zu bekommen. Schade. Ach, doch, 5 Runden, wa? Jetzt hätte er schon kommen müssen, letzte Runde. Das ist natürlich bescheuert, ey. Ich habe die mittleren Reifen drauf und ich weiß... Naja, man sieht, ich fahre auch schlechter gerade. Das an den Reifen hängt... Naja, gerade die hinteren lassen halt jetzt dann doch ein bisschen mehr nach. Seitenführungskräfte und Co. Adi! 5 Sekunden schon wieder plussi. Trotzdem auch nach vorne, das heißt also auch die Gegner haben jetzt auf Macau ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Ich weiß allerdings nicht, was die Kollegen hier von Milestone in der letzten Zeit geupdatet haben. Das würde mich natürlich brennend interessieren noch, ob da jetzt auch irgendwie Hotfixes kamen über Weihnachten. In Richtung Form ist, glaube ich, eher nicht. Das fühlt sich nicht so an. Aber vielleicht in dieser Kollisionsgeschichte. Aber das war ja ziemlich hart, ne? Also, da hat man ja so ziemlich seine Probleme gehabt. Wenn du da ein bisschen an die Bande reingekommen bist, weiß ich noch ganz genau, dann bist du ja schon teilweise extrem schnell abgeflogen. Aber das haben sie halt kontinuierlich verbessert. Ich glaube, ich werde meine Rezension irgendwann auch wieder ein bisschen aufpushen. Bin jetzt mittlerweile doch ganz, ganz zufrieden. Also jetzt ist gerade ein Punkt erreicht, der mich sehr freut, weil ich habe das Spiel jetzt nach längerer Zeit einfach wieder angemacht und ich komme wieder rein. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn ein Spiel dich das quasi machen lässt, dass du schnell wieder einen Einstieg findest und auch schnell wieder Spaß dran hast, finde ich das eine ganz gute Eigenschaft. Also ja, natürlich Hardcore-Klopper und Co., da musst du auch, wenn du mal länger eine Pause machst, das vielleicht wieder schwer einsteigen können, wenn das Spiel so umfangreich ist. Aber ich finde es gut, dass du einfach hier schnell einsteigen kannst. So ein bisschen dieser Ride-3-Charakter. Den fand ich eigentlich ganz... Oh, scheiße! Der Highspeed-Core versaut. Das ist schlecht. Ich mache viel zu viel Fehler hier. Nee, es ist ganz toll, wenn du da einfach schnell den Einstieg wieder findest. Und das Spiel dir das erlaubt, was du eigentlich haben willst. Und zwar nämlich Spaß. Wenn du dich erst wieder in so eine Fahrphysik reinlümmeln musst. Oh, die Uhr geht ja sogar. Geil. Geil, das hätte ich gar nicht gedacht. Hier geht ja sogar die Uhr in dem Motor, also bei dem Display, ne? Guck mal. Ist ja geil. Haben sie es geupdatet oder haben sie sich einfach besonders viel Mühe gegeben? Ich habe die Kurve bekommen. Habt ihr das gesehen? Wohoho. Oh, wir haben noch 40% vorne und hinten 22. Also, geht gerade so auf in den Runden. Aber das Motorrad ist auch schon unruhiger geworden. Mich würde es mal interessieren, ob die KI mittlerweile auch ein bisschen mehr leidet unter den Reifen. Die konnten ja selbst mit den abgefahrensten Pantoffeln da um die Strecke rumgurken, wie so ein junger Gott, und du hast dich dann da rumgequält. Vor allem bei den Regenrennen, ne? Ich erinnere mich ganz gut daran, dass wir letztes Jahr mit den Regenrennen so unsere Probleme wieder hatten. So dieses meist so ein typische Problem. Das meinte ich mit den Banden. Jetzt habe ich die Bande ganz leicht nur... Oh, das sind 57er hinter mir. Wer hätte denn das gedacht? Ach du Scheiße. So kurz vorher gebe ich jetzt den Sieg auf. Das finde ich jetzt aber überhaupt nicht gut.
Das finde ich aber überhaupt gar nicht gut. Oh, komm rum. Ach, komm schon. Das war doch gar nicht so schlimm. Ja, jetzt habe ich es, glaube ich... Also jetzt ist das Motorrad aber auch ziemlich... Ach, komm schon. Jetzt gehen die Reifen komplett aufgefüllt. Also die Präzision ist jetzt mal sehr am Arsch. Scheiße, und der Vorderreifen ist auch heiß. Das ist ganz, ganz schlecht. Wenn der Vorderreifen jetzt schon am Arsch ist. Insofern, weil dann natürlich eine saubere Kurve ganz, ganz schwer fällt. Boah, selbst aus den Kurven rausbeschleunigen ist schon mega gefährlich. Ach, guck mal, wie langsam ich um die Kurven rumballere nur. Platz 5. Scheiße! Ey! Na super, du hast mir jetzt den Sieg kostet hier. Der Geraden hätte ich mich überholen müssen. Ja. Ach komm, jetzt muss ich mal kaum noch mal fahren oder was? Ach scheiße, du Wichser! Ach Gott, kotzt mich das wieder an. Jetzt muss ich mal kaum noch mal fahren. Wegen dem Spasten, ey. Weil er mich da nicht richtig rumgelassen hat. Oh, naja, wegen meiner Unfähigkeit. Platz 5. Fuck, ey. Bei dem Tempo und bei den Kackreifen komme ich jetzt sowieso gleich nochmal ins Straucheln. Also wenn die KI jetzt nicht gleich hier noch selbst einen großen Fehler reinklatscht, dann werde ich das Rennen hier eiskalt verkacken. Was, habe ich jetzt eigentlich letzte Runde gesehen? War das dran? Irgendwie nicht so, ne? Weiß nicht, habe ich das jetzt übersehen? Ich hätte mal gucken sollen, wie lang dieses Rennen hier überhaupt ist. Hat's eingeworfen. Aber mich auch. Oh Mann, das rutscht so, diese Karre. Fuck you. Fuck you, ey. Muss viel früher bremsen mit diesen Reifen jetzt hier. Aber sowas von viel früher. Scheiße. Ich hätte echt gern gewusst, wie viel Runden das Ding jetzt hat. Oh, fuck, Alter. Du kommst nicht mehr rum. Oh, ist das nervig, Leute. Ist das nervig. Das ist so nervig. Einmal kannst du deine ganze Linie nicht mehr halten. Aber so richtig, ne? Der Reifen baut irgendwie richtig rapide ab hier. Das ist so... Guck mal an, ich bin so langsam in die Kurve rein. Und kam überhaupt nicht rum. Oh. Also, ich auf Rad am besten umsatteln, eher. Oh, scheiße, ey. Platz 7 auch noch. Platz 7! Ja, war natürlich 5 Runden. Ach, fick dich, Game, ey. Wie? Fuck you, ey. Scheiße, ich hasse Macau, Alter. Dreckstrecke. Oh, ist immer so, dass wenn man kaum Ende bestraft wirst. Diese Fickerei mit dieser Strecke. Okay, beruhigt habe ich mich jetzt wieder. Langsam. Wie ist eigentlich der Sound? Das habe ich noch nicht getestet. Ja, super. Klingt geil. Klingt mega. Mein Haar ist noch so klatschnass, ey. Jo, was habe ich noch gesagt? Was wollen wir noch machen? Irgendwas wollte ich ja machen. Reifen? Andere? Irgendwie so habe ich das gesagt, ne? Ach, die Spiegel wollte ich noch machen. Ja, mir fällt es auch wieder ein. So, anpassen. Nur mal schön im Blinker. Das Einzige, was man kostenlos abnehmen darf. Ah, ja, gleich wieder 10 Kilo weniger. Sieht sie viel aggressiver aus.
Ja, ich habe mich mittlerweile voll auf Racing Bikes eingeschossen. Ist mega. Ich liebe es einfach. Haben wir noch Geld für irgendwas anderes? Brauchen wir eigentlich nicht viel, ne? Eigentlich das Wichtigste wäre jetzt noch die Federung mit anpassen. Haben wir dafür noch genug Kohle? Okay, 3000. Geschenkt. Und die Bremsen hätte ich gerne noch ein bisschen knackiger. Darf ruhig ein bisschen biestiger sein. So, Auspuff haben wir schon. Motor lassen wir mal in Ruhe. Kette. Da finde ich es schade, dass man nicht andere Kette noch einbauen kann wie bei Ride 3. Komm, immerhin andere Ketten einbauen. Um ein bisschen quasi mehr Leistung rauszuholen. Ist ja im echten Leben auch so. Du kannst eine schmalere Kette einbauen und zack, hast du mehr Leistung. Leben zwar eigentlich weniger, aber egal. Felgen bleiben natürlich drauf, weil die richtig geilen Felgen. Gut, neuer Versuch, Freunde. Neuer Versuch. Macchiao. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier alles ein bisschen einzustellen. Tada. Ja, brauchen wir nicht. Ist alles wurscht. So, Reifenwahl. Hinten auf jeden Fall hart. Vorne. Keine Ahnung. Würde ich im mittleren versuchen, ne? Hinten hat es immerhin ganz schön aufgelöst. Also vorne war ja noch eigentlich genug über, damit wir da noch irgendwie über die Runde kommen. So, komm, Schätzchen. Wir kriegen mal kaum hin. Aber hier langsam verstehe ich nicht. Naja, wahrscheinlich wegen KI-Level, ne? Hab ich ganz vergessen, dass die KI so scheiß programmiert ist. War es so früh? Oh ja, stimmt, ich habe die großen Bremsen jetzt drauf. Hä? Gelbe Flagge? Alter. Machst ein paar Modifikationen am Bike und schon kommt die Kiste aber auch hier lecker um die Kurve rum. Ist ja eine Freude. Oha, muss ich mal dran gewöhnen. Die kommen jetzt richtig Premium hier rum. Alter Schwede. Also noch besser als vorher. Das YouTube läuft? Echt? Ach, hör auf. Ach, mach mir nicht. Mach mir nicht schwach. Echt? Nee. Ich sehe keinen Stream. Was? YouTube läuft? Auf unserem Streamer-Kanal? The fuck? Ach so, ja, danke. Weiß ich. Ich habe ein Problem mit Restream. Ich habe den Stream nicht aktiviert bekommen. Ich habe vorhin bestimmt 15, 20 Minuten rumgespielt. Restream aktiviert, deaktiviert, neu verknüpft und wieder entfernt und. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, was da los ist. Also, es steht die ganze Zeit dran bei Restream, sende Daten, aber es kommt nichts an bei YouTube. Wow. Was? Kannst nicht lesen oder was? YouTube ist kein Stream. Ja, ich. Was? Hast du ihn geschrieben? YouTube. Ach, nicht. Sorry. Ich habe den Chat ganz klein bei mir. Da stand nur läuft. Und das nicht war in der nächsten Zeile. Das habe ich nicht so prägnant für diesen Satz vorgenommen. Ja, ich weiß. Also. Ist mir bekannt. Ich will dann den Stream dafür nachher uploaden. Also, das hier auf Twitch einmal quasi dann hochladen. So ist mein jetziger Plan momentan. Jetzt will ich auch die SP haben. Also falls noch einer eine SP zu verschenken hatte, hier, ich melde mich. Zumindest das Display bei euch noch. Hätte ich fast eine SP. Das ist auch für mich alles verstellt. Eigentlich habe ich nicht viel verstellt, Tanklin. Eigentlich gar nichts, weil ich nur das Konto neu verknüpft habe. Ich habe keinen neuen Key oder sowas erstellt. Also heul nicht rum. Mehr habe ich gar nicht getan. Ich habe nur bei Restream einmal die Verknüpfung neu hergestellt zwischen den Konten. Also unser YouTube-Konto einfach neu verknüpft. Wein nicht. Wüsste nicht, was das für
Ja, genau. Siehst du? Ah, so, okay. Ja, so ist das, Junge. Ich habe schon dran gedacht. Weil ich konnte auch bei YouTube kein Stream erstellen, weil auch das heute nicht ging. Keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich gerade scheißegal. Ich lade den Scheiß einfach nachher ab. Ich hätte zwar gerne auf YouTube parallel gehabt, aber hier. Ich hatte keinen Bock mehr als 20 Minuten nachher zu opfern für den Scheiß. Wollte heute noch ein bisschen zu den Socken kommen. Das Paket hier ist nämlich neu, also dieses Motorrad vielmehr. Ist neu und ich wollte es unbedingt heute noch anzocken. Kompletter Neustart hat geholfen. Ey! Scheiße! So. Ich habe das aber auch schon gehabt. Aber ich weiß nicht, was soll denn ein Neustart von meinem System helfen, wenn die Daten noch bei Restream anscheinend ja ankommen, ne? Also die Daten werden ja an Restream.io gesendet. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn ich das nicht getan hätte, wenn ich mein Streamlabs falsch eingestellt habe. Das ist das Einzige, was ich nicht kontrolliert habe. Vielleicht sendet Streamlabs nur an Twitch, aber, jetzt kommt das fette Aber, dann dürft ihr bei Restream nicht stehen, sende Daten. Ne? Also er fängt ja Daten anscheinend und sendet sie, aber halt nicht an YouTube weiter. Oder YouTube kann es nicht verarbeiten. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch echt Bums, Alter. YouTube ging vorhin nicht und das ging nicht, keine Ahnung. Nur Probleme momentan. Ist sowieso irgendwie momentan kacke, weil mein Internet momentan auch rumspackt. Ich habe jetzt schon das zweite Ticket bei meinem Browser-Anbieter, klar. LOL. Bei meinem Internet-Provider aufgemacht, weil ich kann teilweise nicht mal abends mehr Amazon Prime anmachen, weil Amazon sich nicht verbinden möchte. Die Leitung ist selbst jetzt nicht ganz so heftig eingeschränkt. Also ich habe dann noch quasi 50k über von meinen 100k, aber die Leitung ist total am Rummagien. Ich vermute mal, auch das wird hier irgendwie... Ah! Tot. Ja, wir sehen, dass deine Streams ja liefen. Also deswegen, ich... Keine Ahnung. Ich habe auch einzelne Probleme, wie gesagt, mit meinem Internet hier. Vielleicht liegt es ja irgendwie in der Kombination daraus. Mein Internetbetreiber hat seit Wochen irgendwie Probleme hier. Was auch ein Grund meiner demotivierten Streaming-Haltung war, weil, wie gesagt, ich konnte teilweise nicht mal mehr Amazon Prime öffnen. Scheiße, jetzt muss ich mich konzentrieren. Prime öffnen und mein Video angucken. Es hat nicht mehr geladen einfach. Ich musste den Fernseher 15 Mal starten, verbinden, starten, bis er irgendwann dann mal quasi zugelassen hat, dass Amazon Video quasi startet. Oh Gott, Alter, viel zu weit außen. Oh, Alter, die Reifen vorne wieder am Wegglühen. Hinten aber auch schon ganz schön krass, ne? 59? Was kann ich, die zweite Runde jetzt schon? Jetzt, ne? Jaubo! Oh, war ich aber langsam. Hätte ich mich ruhig ein bisschen schneller durchtrauen dürfen. Ja, alle Leute wohl Internet. Ja, aber nee, das kann es leider nicht alleine sein. Das ist nicht das Problem, weil es ist nicht nur abends meine Leitungsstörung. Die ist den ganzen Tag. Ich überwache ja meine Fritzbox, mein Internet. Und da ist es relativ eindeutig zu sehen, dass das Netz den ganzen Tag halt nicht verfügbar ist. Also nicht in der Höhe verfügbar ist, wie ich es brauche. Ich dachte am Anfang auch erst so, hier Auslastung. Aber es muss irgendein anderes Problem sein, weil mein Chef hatte auch schon über die gleichen Probleme geklagt. Hat jetzt zwar die Netzgeschwindigkeit nicht geprüft, aber auch ähnliche Probleme mit der Verbindung gehabt. Verbindungsprobleme bei Prime und Co. und auch Internetgeschwindigkeit. Daher mal schauen. Ich vermute, hier wird irgendwo oder ist irgendwo wieder mal irgendwas am Abkacken. Irgendwo eine Leitung angebuddelt oder so. Oder keine Ahnung. Irgendwo eine Störung fabriziert oder vielleicht auch die Kälte, die irgendeine Leitungsstelle hier, Schnittstelle zu schaffen macht. Ist ja alles möglich, ne? Wow, Alter, Macau ist so eine geile Strecke. Ich weiß, vor ein paar Minuten habe ich es noch verflucht, aber jetzt ist es schon wieder ganz geil. Solange das Motorrad das will, ist die Strecke geil. Wenn das Motorrad dagegen spielt, ist es scheiße. Oh, Alter, ist ja schnell. So hoch habe ich die KI gar nicht eingestellt. Wow. Das ist das Problem, wenn man da hinten guckt. Man merkt schon, wie das Motorrad jetzt schon wieder nach außen will, langsam. Komm rum. Schon wieder da gespawnt, ne? Das ist total dumm. Total dumm. Also Eddie, aufpassen, die Reifen lassen nach. Okay.
Krass, warum ist denn jetzt so schnell, Alter? Vorhin in der Runde waren die so... Ach ja, gut, ich habe harte Reifen drauf, ne? Damit bin ich natürlich tendenziell wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer geworden. Gerade die Kurvengeschwindigkeit. Das dürfte die KI hier auf jeden Fall merken. Schade, dass die KI sowas nicht so doll merkt. So, was schreibt ihr? Wir haben für Sie Ihre Internet verbessert und würden dazu gern Ihr Feedback einholen. Ja, ja, genau. Zeit von Corona, Internet wichtiger ist zuvor, deshalb haben wir Internetgeschwindigkeit Ihrem Nutzenverhalten angepasst. Wir wissen, Sie sind damit zufrieden und jetzt ficken Sie sich. Naja, so ganz nicht, weil mein Nutzerverhalten würde ja theoretisch, also außer ich, naja, eigentlich selbst die Pornomenge müsste Ihnen eigentlich ganz klar signalisieren, ich brauche mehr Internet. Ja, keine Ahnung. Letztes Mal, also einmal haben sie es schon behoben bekommen. Das war ja das Gute. Also ich weiß, dass sie den Fehler behoben bekommen haben, weil es ging nämlich dann wieder. Mein Internet war da auch wieder schön fluffig und schnell und alle Applikationen haben sich wieder geladen und mein Fernseher ist verbunden. Also es war alles dufte wieder. Wie immer, kann man so schön sagen. Ne? Uah! Hä, ich habe TC doch an. Das ist gar nicht geregelt jetzt gerade. Jetzt hab ich voll einen Heißhalter hingelegt. Aber ich habe mich auch, ehrlich gesagt, ganz auf die Traction Control verlassen. Wo wirklich komplett richtig so, ach komm, scheiß drauf, der TC macht das schon, habe ich gerade gedacht. Tja, haben wir uns wohl vertan. Da habe ich ganz ehrlich gesagt Angst im echten Leben, wenn ich auf die Rennstrecke gehe. Aber da habe ich ja keine TC, also kann ich mich schon mal auf keine verlassen. Aber von Highsider habe ich ein bisschen, ne, da habe ich, muss ich sagen, mache ich mir ein bisschen nicht Sorgen, aber zumindest weiß ich, ein Highsider ist halt immer kacke. Ein Highsider ist halt immer viel kaputt, wenn das Motorrad mit dem Highsider, also meistens, außer es fliegt halt nur ins Kiesbett. Dann geht das wahrscheinlich noch. Oh Gott, ist der schnell. Problem ist harte Reifen und die enge Strecke. Machen beides irgendwie alles ganz schön anstrengend. Aber jetzt merke ich die Überlegenheit der harten Reifen. Aber das ist natürlich krass, ne? Dass du Macau nur mit solchen Reifen fahren kannst. Also theoretisch müssten die Gegner, wenn die jetzt irgendwie weiche Reifenmischung haben, was man hier mal kontrollieren kann in der Übersicht, müssten theoretisch viel, viel mehr Probleme haben jetzt hier. Haha! Komm schon, Schätzchen. Wir haben noch genug Reifen über. Das müsste ja... Eieieiei. Oh, der ist damit hing. Eieieiei. Naja, gut. Immerhin. Ist jetzt echt nicht mein bestes Rennen. Ist jetzt echt nicht so das sauberste Rennen. Aber ja, überlegt. Es ist das allererste Rennen seit langer Zeit. Zuletzt gespielt in 2020. Ach du Scheiße, ist so rutschig. Da ist das Zeichen. Letzte Runde. So, jetzt mit Geschwindigkeit dran vorbei. Miau. Schön den Kurvenspeed mitgenommen. Oh. Auch schön. Mit der Geschwindigkeit die Bande mal berühren. Ich glaube, da geht ja auch die Flitzkacke in der Hose. Oh, hier, Alter. Das ist auch so eine Stelle. Ich glaube, wenn ich so spät bremsen würde, ich würde 3 Tode sterben und mir richtig in die Hose abseilen vor Freude. Wenn du da auf so eine Mauer zuheizt, ich meine, auf Hockenheim habe ich es ja schon gemerkt, wenn du da so eher anfängst, letzte Rille zu bremsen, an den Kurven quasi, so gefühlt für dich, ne, letzte Rille, also nichts für Rennfahrer letzte Rille, sondern für mich jetzt erstmal letzte Rille, dann geht ja schon der Stift, wenn du so das Kiesbett auf dich zukommen siehst. Aber wenn du eine scheiß Mauer auf dich zukommen siehst, bei dem Tempo, da willst du dich nicht verbremsen. Aber das macht ja halt Macau auch aus. Obwohl ich natürlich es Wahnsinn finde, die Leute, die hier im echten Leben mit so einem Motorrad dann da durchballern. Beziehungsweise mit so Superbike-Schichten, die noch schneller sind. Ja, jetzt merke ich auf jeden Fall. Also hier war ja vorhin mit den anderen Reifen total Schluss. Da musste ich ja total zurückstecken. Da sind die harten Reifen jetzt zumindest noch formstabil. Die halten jetzt zumindest die Performance, die sie mir zuletzt gegeben haben. Wow, na gut, hier noch nicht ganz so, aber... An sich klappt es ja gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Fürs Erste... Ah, scheiße.
1,2 Sekunden schneller. Ach! Komm! Bleib ich mit dem Kopf an die Kante hängen. Weil ich die Kurve zu eng nehme. Ich sag gerade noch 1,2 schneller und dann verkacken wir es. Aber du verkackst es. So, jetzt ganz entspannt. Hinter ist eine Repsol. Wir sind jetzt ganz entspannt dieses Rennen hier gewinnen. Oh, Junge. Ja, da haben wir's. Gut, Freunde. Geschafft. Sehr schön SP. So eine richtig gute Runde hingelegt. Nochmal 2 Sekunden besser als vorhin die KI. Gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir auch die beste Runde gebaut. Sehr schön. Und wir haben Hart und Mittel gehabt. Die Gegner mit Street? Platz 5? Ja, im Leben nicht. Mit Straßenreifen. Wer es glaubt, wird selig. Aber Affinität ist schon mal auf Level 2. Also wir sind schon mal unserer Repsol-Verkleidung näher gekommen. Sind nur Rennen? Nee, das ist Zeitrennen. Haha, Zeitrennen. Schön. Auf Hugo. Mit der hässlichen Schikane drin. Na, das knacken wir doch, meine Freunde. Die Strecke können wir mittlerweile in- und auswendig. Da würde ich aber sagen, machen wir mal schniekere, weiche Reifen dran. Krass, jetzt hast du mal wieder 200 FPS hier, wenn die KI nicht da ist. Das ist krass, das Spiel ist überhaupt nicht auf Performance richtig ausgelegt. Schade. Da müssen sie eigentlich noch dran feilen. Ein Ticken zu früh gebremst, hätte ich noch ein bisschen mehr letzte Rille gehen können. Und ich hätte auch noch einen anderen Runde nehmen können mit mehr PS eigentlich. Aber mal gucken, vielleicht knackt es auch mit der schon. Lasst euch gesagt sein, PS ist nicht alles. Kurvenperformance gehört nicht nur der Leistung des Motorrads. Es gibt so manche Fahrer, die können mit weniger Leistung in den Kurven ein bisschen was rausfahren. Warum mal gucken, ich will es nicht gleich. Wie sagt man so schön, die Flinte ins Korn werfen. Und gucken, ob wir hier vielleicht doch eine schnelle Runde rausholen können. Scheiße, da ging ich jetzt natürlich zu weit raus. Oh, shit. Ja, da hat es aber ganz schön abgeworfen. Schade, ein ganz kleines Stückchen. Aber genug Zeit, um nochmal hier zu üben. Oh, wie ärgerlich. Ich treffe den Punkt zu. Ah, na gut, hier hätte ich ihn versaut. Da war ich zu wild. Na dann, kühlen wir das Vorderrad mal ein bisschen ab. Test fehlgeschlagen. Ja, ich weiß. Danke für nichts. Ich krieg zumindest nichts, ne? Ist ja vollgebracht. Aber normal machen den Test. Wir dürfen übrigens nur mit der fahren, sehe ich gerade. Eieieiei. Müssten wir sie also im Zweifel hochpushen. Habe ich schön SP-Felgen. Ich habe auch welche, Freunde. Ich habe auch SP-Felgen. Jetzt für meine habe ich mir besorgt, weil ich die unbedingt haben wollte. Ich habe mir schön Repsol SP-Felgen. Beziehungsweise eine SP-Felge von der Repsol. Und die andere ist von dieser Version hier gewesen, die goldene. Die habe ich aber ein bisschen umlackiert. Bin gespannt, also die Lackierarbeiten sind soweit fast abgeschlossen. Nur der Klarlack fehlt bei der Vorderradfelge. Auch den SP-Sattel habe ich mir auch geholt. Also die Heckabdeckung, diese schöne Bubble-Abdeckung. Mal gucken, alles ein bisschen aus Optikgründen. So macht man das halt, Spaß und Zeitvertreib.
Wir sind schon mal langsamer als unsere ersten Runde. Fuck it. Das hat sich auch langsam angefühlt. Wir haben auch die Linie gar nicht richtig getroffen. ...1,2 Sekunden langsamer, das ist natürlich jetzt schon traurig. Aber dafür haben wir den Punkt auch viel besser getroffen und den verkacken wir dafür gleich. Ja, da hätten wir auch nochmal richtig schön... fuck! Ich hasse diese Stille. Uneben und dann diese komische Schikane. Es ist so ätzend, ey. Naja, gut, das wird. Nee, das reicht nicht. 5 Sekunden bis zum. Na! Das hat doch gereicht! Bisschen Testo ballern! So sieht's aus. Ballern, ballern, bisschen Testo ballern. Was haben wir denn? Alben, Labels, Home. Ich weiß nicht, was haben wir denn schönes? Playlist. Unlock the Power of Playlist. Level up up Premium Account. Fick dich doch, ey. Was ist denn hier? Presser hat auch jetzt Premium. Ja, 39.000, Alter. Wenn ich mal ein Rennen mit einer Zeit zu fahren und 39.000 kriege, Alter, dann fahre ich nur so ein Rennen, ey. Zack, 39.000 Jahresverdienst drin. Mega. So, GP-Strecke von. Australian Motor Circle Grand Prix. Kenne ich die Strecke schon? Oh oh. Gibt's noch? Ich glaube, ich kenne ich schon so ein bisschen. Michelin Raceway Route Atlanta. Die Route Atlanta. Route Atlanta. Das ist die, die ich denke, dass sie ist. Oben in den Bergen. In Australien. Ist das die? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ne? Naja, fahren wir erstmal einen Zeitangriff. Das geht nur so beim Bike. 208 PS, 213 PS könnte ich theoretisch aus dieser Bude rausprügeln. Ehrlich gesagt, reicht sie mir so schon mal aus, wie sie ist. Wir können aber ganz kurz mal gucken, was gibt's denn so schönes an. Was gibt's denn so schönes an Lackierungen? Das würde mich mal interessieren. Haben die Leute schon. Heute wirklich? Haben die Leute heute schon Lackierungen für diese schöne Grat hier erstellt? Editor. Online-Inhalte durchsuchen. Und dann. Oh Gott, guck euch das an, ey. Es läuft schon wieder hier richtig. So, aktuelles Motorrad. Filter. Ja, haben sie. Guck mal, Mami, ich war voll kreativ und hab dem Motorrad eine neue Farbe gegeben. Guck mal, ich glaube, ich lade das hoch, dass sie meine Freunde auch mal sehen können, Mami. Mami, guck mal, Patrick hat sich die auch runtergeladen. Ich bin voller Künstler, Mami. Alter, was ist denn mit den Leuten los? Oh Mann, ich hätte auch gerne den Brembo-Bremssattel und die Ölinsgabel. Guck mal, Mami, ich hab mir Carbon-Optik aufgemacht, Mami. Guck mal. Ja, es ist echt gemein, aber Leute, warum lebt man denn sowas hoch? Was ist denn? Hier, sowas ist doch schon schick. Hat sich ein bisschen Mühe gegeben, ne? Eine Optik herzustellen. Wir können ja auch eine machen. Das geht von mir aus auch noch voll klar. Aber das hier? The fuck? Guck mal, Mami. Oh Mann, Alter, ey. Dann verstehe ich ja das noch fast mehr. Oh, jetzt wieder ein 13-Jähriger dran versucht. Guck mal, dicker Monsteraufkleber. Guck mal. Viel zu große Carbon-Optik. Die ist zwar im echten Leben nicht so grobfaserig, aber egal. Das muss nach Carbon aussehen. Ja, ist voll gemein, sich über die Verkleidungsstile anderer Leute lustig zu machen. Was ich kacke dabei, echt, Leute. Geht ja irgendwie noch gerade so.
haben sie euch ins Hirn geschissen. Das laden sogar Leute runter. Das ist ja nicht dein Ernst. Das laden sogar noch Leute runter. Das ist doch nicht dein Scheißernst, Alter. Es ist doch nicht dein Scheißernst. Es ist doch nicht dein Ernst. Nee. Ja. Lad das dein Kack runter. Ich verstehe es nicht. Da machst du eine Farbe an das Motorrad und... Oh, guck mal. Ach komm, wisst ihr was? Es ist wieder Zeit. Für Mr. Wir machen unsere Eigenlackierung. Fuck, ey. Und dann lade ich die hoch und dann fick mal die alle weg. Was ist denn los, Alter? Scheiße, Freunde. Ganz ehrlich, scheiße. Ich frage mich, ob ich das echt in den Köpfen von manchen Leuten losgeht. Könnte ich jetzt auch auf Speicher sagen? Guck mal, ich hab das falsch gemacht. Was für bekloppte Spinner, Alter, ey. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Echt, das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. So ein Bullshit. Na gut. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber wir fangen mal an. Kein Material. Hochglanzkunststoff. Machen wir mal so. Also, rechte Seite, wie immer. Ich würde sagen, wir nehmen uns in dem alten... dem alten Stil immer wieder schöne Linien vor. Boah, müssen wir daran gewöhnen, an den blöden Kram hier, ey. Ich überlege gerade noch, wie ich das hier sinnvoll machen kann. Gucken, dass der Abstand irgendwie ein bisschen gewahrt ist. Ach, scheiße, brauche ich hier noch länger. Es ist voll schwer, den richtigen Punkt zu treffen. So. Legen wir mal los hier. Weiß nicht, können wir damit was anfangen? Nee. Gefällt mir auch nicht. Was Neues. Etwas Interessanteres als das. Wie ist denn da? Ah nein, jetzt habe ich die falsche Farbe genommen. Oh nein. Kann ich das flippen? Fliegen, drehen, freie Kamera. Ich müsste es einfach noch flippen. Kann ich das in sich flippen? Neigung, Tiefe. Hören, vertikal klappen. Nee. Horizontal klappen. Nee. Müsst einfach nur flippen. Naja, dann halt nicht.
Frage ist, was machen wir Schönes draus, ne? Frage aller Fragen. Ich habe noch, wie immer, nicht so einen richtigen Plan, was ich hier anstelle mit dem Ding. Der ergibt sich irgendwie immer so peu à peu. Weiß ich, kennt ihr sowas? Wenn ihr irgendwas macht, habt ihr da immer einen straighten Plan? Oh, Carbonfolie. Scheinbar ja. Gibt ja manche Leute, die haben direkt einen Plan. Die haben direkt die Pläne, Alter. Warte mal. Was ist aus mit diesem Blau hier? Ah! Ich ein bisschen im Weg, dass das. Ich muss diese Linie noch begradigen, fällt mir auf. Warte mal. Ein bisschen so. Los, hoch mit dich. Ach, komm schon. Ey, geh mal in die Länge und kleiner werden. Jetzt beugt, fängt er sich an, sich jetzt mehr zu beugen. Das war nicht mein Plan. Der sich mir jetzt beugt. Das ist eine geile Kombo. Ja, und keinen Plan zu haben, heißt ja nicht, dass man schlecht ist, ne? Die besten Sachen passieren manchmal ohne Plan. So. Das ist ja das Gute. So, wir brauchen mal eine Begradigung. Ich glaube, das war das Rot oder das war das Rot. Ich bin mir gerade unsicher. Ah, falsch Rot. Haha, falsches Rot. Oh. Was habe ich denn da genommen? Das ganz grelle, ja? Ja. Das ganz grelle haben wir genommen. So, jetzt Begradigung eine Linie hier. So, das ist wieder so eine richtige Kackaufgabe hier. Linie begradigen hasse ich ja wie die Pest. Nur für die Optik. So, perfekt getroffen, Alter. Wow. Krasser Shit. Fertig. Guck mal, ich habe zwei Sachen draufgebracht. Jetzt ist das fertig. Nein, natürlich nicht. Aber. Eigentlich noch nichts, aber. Lass mal weiter gucken, wie wir das Design hier noch ein bisschen verschönern. Ich finde, das bei Motorrädern ist immer so eine eigene Art, wie du den Style machen musst. Den könnte ich nachher davon nutzen, oder? Weil die leben ganz anders von die Calls und Co. als so manches Auto. Da kannst du einfach dann quasi unten irgendwie einen schwarzen Strich ziehen bei manchen Autos und dann zack, schick. Finde ich bei Motorrädern selten der Fall. Also gerade bei den Rennen-Mopeds hier finde ich das ziemlich selten, dass das funktioniert. Habe ich den nicht auch schon genommen hier? Der ist doch der, oder? Ja, schon, ne? Da den doppelt verwenden, braucht man den auch nicht hier. Brauchen wir trotzdem einen mit scharfen Linien. Ich habe jetzt so langsam mein Konzept aufgestellt im Kopf. Scharfe Linien. Das ist ja der. So richtig mit scharfen Linien haben wir hier nichts mehr. Also ich kann man damit arbeiten vielleicht noch? Nee. Aber wir könnten ja damit noch versuchen zu arbeiten. Ich will mal einen Test machen. Das ist noch nicht... Der Finale, das Weisheitsletzter Schluss, wie man so schon sagt. Aber zumindest kam es mir gerade in den Sinn rein, irgendwie aus irgendeinem Grund. Nee. Und schon wieder abgelehnt. Also wir brauchen noch irgendwo eine scharfkantige Linienführung. Für das, was ich jetzt vorhabe. Gerade vor allen Dingen. Nee. Zucker. Das ist dieses Matsch hier. Das könnte ich fürs Rot noch nutzen, ne? Naja, fürs Rot wäre das noch super. Da ginge das ja wohl. Um das hier unten noch ausfaden zu lassen. Okay. Aber ist noch nicht das, was ich brauche gerade für meine
Und meine Vision. Farbspritzer, ich brauche hier noch dringend. Das sind so Farbkleckse, ne? Also das ist schon. Es geht in die Richtung, wo ich hin will. Hallo. Oh, Alter, ist das klein. Ist halt noch kleiner. Ah, Mann, jetzt fehlt mir immer mehr das Blaue, was ich brauche. Scharfkantig und blau soll es sein. Das ist zu. Scheiße, und das ist zu gewogen hier. Das ist zu gewogen. Dann muss ich wohl leider mal wieder mit. Ne, da kann ich nicht mitarbeiten diesmal. Ah, der Baukasten hat doch zu wenig an der Stelle. Eigentlich lobe ich den ja immer, weil der relativ umfangreich ist, wenn ich dann ein paar andere Spiele angucke und ich was sehe. Ist das hier relativ gut ausgestattet, ne? Ja, schon. Falls mir jetzt natürlich einfällt, was wir machen könnten, wenn das Logo passt, dann könnte ich das dafür nehmen. Missbrauchen. Nee. Scheiße, ich sehe es nicht. Habe ich doch vorhin aber bei dem Typen auf dem Motorrad noch gesehen. Aber nachbauen tue ich das ganz sicherlich nicht. Das sah auch nicht nachgebaut aus. Sag bloß, das gibt's hier nicht, ey. Scheiße. Scheiße, das Logo gibt's echt nicht. Fuck! Dass man nicht suchen kann hier. Fuck! Das wäre gut gewesen. Also ich habe jetzt gesucht, HRC. Das war jetzt meine... Wie ist das eigentlich, das Rot? Passt das? Ach fuck, es passt nicht mal, das Rot hier. Fällt das hier auf, wenn ich das hier dran mache? Ja, fällt's. Aber hier fällt es nicht auf. Ein Sponsorenaufkleber hier unten dran. Klatsche. Das ist okay. Warte mal, wir müssen den einfach nur... Scheiße, ich brauche die andere. Ach, kann man nicht. Warte mal, wie war das denn hier? Ebenverwaltung. Ah. Ficker, Alter. Ficker. Da wollte ich doch gar nicht hin. Oben einfügen. Was? Ich will doch den noch hoch. Mein Gott. So, schneiden. Da. Danke. So, dann flatschen wir nämlich das hier ein bisschen drüber, so als. Ein bisschen optische. Nein, warum? Och, fick dich doch, ey. Dito, manchmal hasse ich dich wie die Pest, ey. So, speichern mit. Hier ist es anders im Speichern, wenn man in dem Modus drin ist. Natürlich. Nee, will ich nicht. Fehlt aber trotzdem noch ein bisschen blau, aber dafür wird die Fläche jetzt kleiner. Das ist gut, das spielt mir jetzt in die Karten. Wir können nämlich jetzt ein bisschen tricksen. Muss ja im Endeffekt keiner wissen. So ist das nämlich. Das hatten wir schon. Wollen wir wiedererkennen. Da haben wir so ein schönes Tribal drauf. So ein Arsch-Tattoo-Tribal. Geil. Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Nee, besser nicht, Freunde. Besser nicht. Lassen wir lieber sein. Kein komisches Arschgeweih. Ah.
Mann, mir fällt nichts ein, weil ich jetzt da noch... Ach, Mann. Scheiße, muss ich ja doch das gleiche nochmal nehmen. Fuck. Bei mir fällt nichts ein. Gleiche, ja. Das gleiche Blau. Und wir können... Eine Idee noch. Können ja noch... Ein bisschen tricky einsetzen. Und zwar nämlich den Winkel verschieben. Scheiße, ist ja komplett blöde. Man rückt das ja näher zusammen, oder? Ach, scheiße. Das nützt mir so nichts. Müssen wir irgendwie nach da verschieben. Drehe ich das jetzt einfach nur? Mach ich den blöden Strich da? Ah, nee, das ist ganz gut. Das ist ganz okay. Keine Sorge, der Fender wird natürlich noch ein wenig überarbeitet. Wie weit kann ich gehen? Hi, Witzka, das ist schick. So gefällt mir das. Der Fender kriegt natürlich noch eine ganz andere Optik nachher drauf. Ah, so ist es gut. Wir klotzen da noch anderes drauf. Und zwar, ja, was ist mein Dekor da? Scheiße, passt nicht, oder was? Andersrum wäre es mir eigentlich lieber gewesen. So. Bisschen Optik ging es nie hier dran. So, dann Ach, das Motor kann... Oh nein, das Motor kann ich nicht spiegeln. Ist ja dumm. Müssen wir mal schnell auf die andere Seite gehen. Nee, ich sag auf die andere Seite. Kleinen Sponsorenaufkleber müssen wir nochmal hier drauflegen. Hä? Ich hab gar nicht ausgewählt. Und das jetzt für mal Mist. Ach, das mache ich jetzt mal durch das ganze Menü durchskippen muss hier, ey. Da. Problem ist hier. Wie sieht da seine Bisieren anders? So, jetzt müssen wir den schneiden. Hä? Nee, warte mal, halt, Freund. Müssen den alle gleich da. Ist die Größe etwa gleich? Oh, geht so. Da fügen wir aber da links noch einen kleinen optimalen. Scheiße, das Rot ist natürlich auch noch ganz anders. Scheiße, das Rot ist natürlich ganz anders. Nicht das passende Rot nicht, oder was? Naja, gucken wir mal, ob das hier einigermaßen geht. Auch noch zu dunkel. Fuck. Dann halt das hier. Oh, das geht. Das geht voll klar. Das ist Motul rot. Ist es wahnsinnig wenig abbrechen. So, dann weiter geht's. Oberhalb. Brauchen wir noch den Sticker hier.
denn das so? Achso, wegen dem Licht schon wieder. Achso. Easy comprende. So, machen wir den Krippel hier mal rot. Sauber abgeschnitten, ne? Mit dem Rot. Außer bei dem, beim Sattel. Da hat es aber nicht ganz so geklappt. Ich mache mal den Tank. Einen ganz weißen Tank will ich nicht. Ein ganz weißer Tank geht nicht klar für mich. Aber da habe ich auch eine Idee. Das brauchen wir mal. Diese Form hier. Mal gucken, ob ich irgendwie auf beiden Seiten irgendwie gleich symmetrisch hinbekomme. Und jetzt mal nach vorne noch. Geht eigentlich voll klar, Freunde. Bin gar nicht so. Das war jetzt eine ganz geile Idee eigentlich. Nur was mit der Maske einfallen lassen. Die können wir so nicht lassen. Hab ich da auch vorhin schon eine tolle Form gesehen. Wo war denn die? Ach hier, guck mal, da. Nur die meine gleichen. Können die ein bisschen breiter machen. So. Kriege ich das hin, dass das so richtig schön... Ja, vielleicht kriege ich das hin. Gott, ist das empfindlich? Boah, Alter. Gar nicht so kacke, ne? Weiß nicht, bin ich ganz zufrieden damit, mit der Maske. So, eher breiter. Eigentlich passt ja die Form ganz gut. Mit dem, was wir abbilden wollen. Nur die Ohren sind etwas zu... Beide Seiten ein bisschen besser im Blick behalten. Scheiße. Scheiße, das hätte ich mir irgendwie einfach vorgestellt. Ein bisschen die Maske hier anzupassen. Irgendwie so in der Richtung gefällt es mir eigentlich ganz geil. Tja, wir wollen die anderen wegfummeln hier. Beziehungsweise, warte mal, wir machen was anderes. Lasse das mal so sein. Und lass mal von vorne noch was auf die Maske draufdrücken. Wo habe ich sie denn? Da. Wir legen einfach nochmal einen drauf. Vielleicht unterstützen wir damit ein bisschen die Formgebung.
Weiß noch nicht ganz. Ja, doch. Unterstützen wir es ein bisschen. Ein Tank versaut. Nö, durch das Rot ist er nicht. Von der Seite nochmal einen gegenpfeffern. Um diese schönes Makel zu verdecken. Wir brauchen jetzt noch was wir auf den. Wir machen jetzt noch von den Kurflügeln noch ein bisschen anders. Der nicht so gebieft aussieht. Warte mal, der ist schon wieder kacke, fällt mir auf. Brauchen so ein halbrundes Ding. Das hat bis jetzt immer am besten so funktioniert. Von allen Seiten, please. Jetzt brauche ich mal oben irgendwas reinpacken. Sind die eigentlich da unten drunter? Ein Gitter, ne? Eigentlich ganz hübsch. Bra! Da hier spielen wir vorne. Wo ist das Ding jetzt hin? Also es geht schon nahtlos über. Fuck! Scheiß Kurflügel. Hier mich rumtricksen von der Seite hier. Da muss ich so rumeiern hier mit. Hört der erste Punkt auf? Da. Irgendwo. Ja, ich weiß, es ist hässlich. Kommt jetzt auch noch ganz da unten. Hä? Wo ist das Ding wenigstens? Das Ding wenigstens schön rot. Einen leichten Blaustich hinten drauf. Fuck. Ja, so ganz geil wird es halt dann noch nicht. Beziehungsweise den blauen Strich kriege ich jetzt halt nicht ganz so schön weg. Muss ich noch ein bisschen rumspielen. Aber haben wir schon mal eine schicke Honda hingeballert. Jetzt können wir irgendwo überlegen, ob wir noch ein CBR-Zeichen drauf klatschen wollen. Blablabla. Bra. Und dann könnte ich mich ruhig mal einstellen als Designer, ey. Eine ganz gute Idee. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier Aufkleber drauf klatschen wollen. Ich habe doch vorhin aber auch noch garantiert ein HRC-Zeichen gesehen. Wo habe ich denn das her? Wo habe ich das gesehen? Wo hat der Junge das her? Ich will das auch haben. Fuck. Vor allem, was wird's mit so Smileys, Alter, ey? Das sind viel zu viele. Da hätten sich auch was anderes überlegen können. Ich vermute mal, da ging so ein bisschen die Ideen aus, ja? Ach, egal. Überlegung war gerade noch laut, ob ich vielleicht noch irgendwo ein Honda-Zeichen drauf quetsche.
Kann ich das kopieren? Das kann man nicht mehr machen, ey. Das ist doch voll kacke. Man muss auch jetzt mal hier. Ich will dahin. Problem ist, jetzt weiß ich ja nicht, wie groß das da drüben ist. Ich will so abschätzen. Das ist bescheuert, dass man die Dinger nicht übernehmen kann, die Konturen. Sieht es einigermaßen gleich aus. A ist da drüben. A ist da oben. Ein bisschen verzogen, das. Ein bisschen kleiner, damit es nicht so ganz verkladdelt ist. So. Unsere Eigeninterpretation einer HRC-Design-Style-Studie, whatever. Finde ich eigentlich ganz gelungen. Bin ganz zufrieden damit. Hey. So, Projekt speichern. HRC-Eddy. HRC-Race nehmen wir das einfach. Speichern. Und ja, komm, teilen tun wir es auch. Replika, Klassik, was nehmen wir denn hier? Abstrakt, Fantasy, Comic, Musik, sicherlich nicht realistisch. Rennen. Erfolgreich geteilt. So, Online-Inhalt durchsuchen. Bike-Lackierungen. Da ist er. War ganz brandneu von die Eddy. Ach, mit wenig Ebenen einen schönen Effekt erzielt. Guck mal, wie ist eigentlich drin geworden? Habe ich da drin wieder so Farbklatscher? Nö, habe ich diesmal nicht. Schön. Mal gucken, ob es jemandem gefällt. Fürs erste Mal mit diesem Bike, oh, bin ich ganz zufrieden. Die Maske ist ein bisschen verrutscht, sehe ich gerade. Aber das spielt jetzt keine Rolle, Freunde. So, wir haben ja noch ein Rennen vor uns. Karriere. Vielleicht läuft das jetzt ja besser. Unserer selbstgestylten geilen Kiste. Macht bestimmt alles besser. Und da. The Power of Creeps. Ja, mit einem schönen SP-fähigen. Prima. Prima. Einzig wäre noch, was noch richtig geil wäre. Oh, ich kenne die Strecke nicht. Was noch richtig, richtig geil wäre, wenn man die Scheiben ändern könnte. Also das, liebe Ridemacher, wäre noch ein richtig DLC-Wert. Änderungen der Scheiben zu Bubble-Scheiben. Klar, hier im Spiel bringen sie einem natürlich nicht so viel wie im echten Leben. Gott, ich kenne die Strecke gar nicht, Alter. Wo soll ich denn mal gefahren sein? Bist du ein dummes Spiel? Der hat mir nie so richtig vorgehalten. Ich habe die immer ausgeschlagen, aber auf jeden Fall richtig gezwungen hast du mir dazu nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss hier, ey. Ich frage halt mehr nach Gefühl, ey. Ich kenne die Null, ey. Aber die ist schön. Also außer, dass die Kurven halt für mich jetzt noch gefühlt random sind. Oh nein, wir sind hingefallen. Voll aufgeschlagen mit dem Kopf, ey. Ja, ich hätte das Spiel mir gar kein Zwangstraining vorgehalten mit der Strecke. Okay, also das ist eine Runde und ich soll 1,35 schaffen. Jetzt bin ich geschlagen. Ja, ich weiß. Ich weiß. So viel geschlagen auch nicht. Ich bin einmal hingefallen. Einmal. Mann, ey. Warten wir schneiden. Okay, die Strecke kenne ich gar nicht. Muss ich üben? Muss nur gucken, ob ich das schaffe. Keine Ahnung. Noch nie gefahren, ey. Shit. Erstmal eine Linie finden, ey. Uah, hat das geknackt.
Auf das habt ihr gehört, ey. Irgendwann breche ich mir mal so das Genick. Ach, scheiße. Weil da siehst du doch die Linie und da verkackst du trotzdem. Aber ja, man vergebe es mir. Aber an sich eine schicke Strecke, ne? Also mir gefällt sie sehr gut. Kann ich mir auch echt ein Leben vorstellen, da mal lang fahren zu wollen. Ja, schön ein paar Highspeed-Passagen dabei. Eins kommt noch eine Sekunde schneller gleich mal. Oha, da hätte ich ja ein bisschen mehr rausprobieren können, hätte ich mich traut, die Kurven mitzunehmen. Aber wir sind schnell, Freunde, wir sind schnell. Ja, wir haben es geschafft. Alter, easy. Easy peasy. Das war jetzt echt sehr schnell. Dafür 1:34.00. Also waren wir schon eine Sekunde und 1,2 Sekunden schneller hier. Ja, leck mich am Arsch, ey. Nur ein Zugriff von Gruppe Daytona Moto 2. Oh, ich habe Moto 2 Daytona. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das heißt. Du hast Zugang zu Daytona Moto 2 erhalten. Ich weiß immer nicht, was das heißt. Müsste ich mal nachgucken. So, zwei Rennen haben wir noch. Freischalten tun wir leider nichts. Wäre schön gewesen, hätten wir hier was freigeschaltet, ne? Aber wir kriegen Kohle halt massig, ne? Massig Kohle, massig Kohle. So, Einladung. Wo haben wir denn was hier? Da haben wir Meisterschaft auf der... Die Meisterschaft! Wir haben die Meisterschaft auf der Nordschleife freigeschaltet, Freunde. Ausdauerrennen. Das freut mich jetzt aber. Das freut mich. Oh, da habe ich Bock drauf, Freunde. Das ist ja schön. Das ist gut. Oh, hier müssen Motorräder kommen. Wie viel dürfen wir haben? Was? 824. Ja, geil! 824 dürfen die haben. Geilomatico. Welche was passendes? Das sind alles alte Krücken, ne? Das ist ja die R7, Alter. Ha, die R7. 106 PS. Ja, nee, können wir ruhig die Carver nehmen. Die ist ja auch dafür da, um ein paar Rennen zu fahren. Alter, geil, Nordschleife, endlich! Ja, fangen wir heute damit an, Mann. Und nächstes Mal machen wir hier Ausdauerrennen auf Nordschleife. Geil, dass wir es freigeschaltet bekommen haben, endlich. Chu-chu-chu-chu. Ja, lassen wir einfach mal so. Müsste reichen für die Nordschleife. Oh nein, nimmt die hässlichen Scheibe auf. Hier lehnt er sich voll tief rein, ne? So, hier kommt's drauf an, ey. Überholmanöver. Nordschleife. Mein Home. Mein Castle. Alter, das ging jetzt zack, 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 abkassiert. Wir hätten die Übersetzung noch ein bisschen ändern können. Wow. Würde ich vielleicht so im echten Leben nicht tun. Das kleine bissiges Ding hier. Was kriege ich dafür? Zeitstrafe?
Man erinnert sich mal, wie schwer mir das in den japanischen Strecken da gefallen ist, die Leute irgendwie zu überholen, ne? Zack, bist du auf deiner Hausstrecke. Alter, was ist denn los? Mach mir doch nicht... Irgendwie so ein paar Kleinigkeiten hier so in Zeitstrafen rein. So eine enge Strecke musst du halt mal auch mal ausweichen. Oh, ein 6 haben wir schon. Nee! Ach Junge! Ach Junge! Ach Junge! Ach Junge! Was ist denn los mit ihm, Alter? Bleibt er davon gefühlt halb stehen, ey. Das ist so eine super enge Strecke hier. Uah, Alter! 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 Da kam ja gleich ein ganzer Schwung hier. Alter, das fühlt sich gerade an wie Trackday fahren auf der Nordschleife. Genau so einmal nehme ich auch manche andere Leute rum. Ich muss aber sagen, als ich auf der Nordschleife gefahren bin, trotz der ganzen Autos, die da quasi mitfahren, geht das irgendwie gesitteter ab als auf dem Hockenheimring. Oh, hier vorne sind ein paar Leute, die stürzt in der Fuchsröhre. Zack. Ja, wenn die sich so dämlich anstellen, habe ich aber das Ding hier easy peasy gewonnen, ey. Da kommen nämlich schon die nächsten. Hat sich auf jeden Fall auf der Nordschleife besser angefühlt. Aber weil die Leute sind nach Regeln gefahren. Und die Regel hieß ganz klar, die schnellen links, die etwas langsamen Leute rechts und dann macht man Platz, ne? Also nicht jeder, es gibt natürlich auch auf der Nordschleife super viele Spinner, die keine Ahnung haben, wie man sich da verhält und dann teilweise stehen bleiben oder weiß ich was für eine Scheiße machen oder mit einer gebrochenen Ölwanne und sowas weiterfahren, ne? Und die ganze Strecke dann voll benetzen mit Öl. Alles schon gegeben. Aber generell vom Miteinander ist auf der Nordschleife was ganz anderes. Und deswegen will ich da nochmal hin. Aber bis dahin will ich mein Bike halt erstmal umbauen. Allein schon meine wertvolle Rapsol-Verkleidung muss runter. Wird getauscht gegen Schienenpappe. Sturzschütze und sowas kommt für den Motordeckel ran, falls man sich doch mal abledert, wovon ich halt ausgehe, wenn ich jetzt öfter auf die Rennstrecke fahre. Das wird auf jeden Fall ab werden. So, jetzt... Oh, es wird knapp hier. Das wird tatsächlich noch knapp, ne? 20 Sekunden noch und ich brauche noch 3 Überholvorgänge. Da vorne sind sie. Oh, scheiße, die sind... Scheiße, das war knapp. Oh, komm! Oh! Hi, Witzka, ja, erster Versuch hier. Hat ja geklappt. Schön. Erster Versuch, abgeliefert. Würde ich sagen. Eieieiei, das war knapp, ey. Oh, letzte Sekunde dran vorbeigeschrabbelt, ey. Da habe ich aber schon gesehen, dass ich das nochmal machen darf. Ja, ein großer Schritt schon mal drauf zu. Was haben wir hier? Wir haben einen Sieg sollen wir erfahren mit Naked Bikes. Oh, nö. Rennmotorrad, Rennsportmotorräder, Rennnaked. EM-Motorräder. Oh Gottchen, da darf man EM fahren. Hier müssen wir naked fahren. Also das heißt, so welche. Das ist doch keine naked. Also darf ich auch naked. Ah, da darf ich auch naked fahren. Ach so, ich verstehe. Bist du kloppt oder was? Ich fahr auch keine Nakeds da, Alter. Kannst du es allein fahren. Naked Bike. Ah, hier dürfen wir naked fahren. Naja, ein Problem, was wir nicht heute machen müssen. Ja. Können wir nächstes Mal gucken, was wir nehmen, ne? Freunde. Da gucken wir beim nächsten Mal. Aber schön, dass wir die Nordschleife freigeschaltet haben. Eigentlich wollte ich nur gucken, was wir alles freigeschaltet haben. Und bumm, finden wir gleich was. Hier ist noch was. Hier, ahaha, japanische Superbike Cup. Auch ganz toll. Auch super, werden wir auch mal fahren. Habe ich auch Bock drauf. So ein bisschen Asche. Osterhorinnen sind ja auch noch alle offen, ne? Ja, ich weiß. Da haben wir noch so einiges offen. So,
Was haben wir da? Meister von Suzuka. Aha. Ach Gott, hier darf man hier mit allen Klassen wieder fahren. Schön. Schauveranstaltung. Gibt es anscheinend auch was Neues. Außer die Pokaldinger. Wo sehe ich denn hier was? Nicht für mich, oder was? Ja doch, die hier. Toll, also die, wo ich jetzt mir kaufen müsste. Pischt euch mal. Die Honda-Geschichte haben wir auch noch frei, ne? Müssen auch noch mal. Ja, hier, ja, da sind wir hängen geblieben mit der Scheiße mit den 13 Überholmanövern. Auch das ein nächstes Mal. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob wir hier irgendwo, irgendwann was frei haben. Ja, und du, uns hängen wir noch am Anfang. Ah, da sind wir noch an der Anfangsrennen. Brent Hatch steht noch aus, meine Freunde. Mit der Panigale V4R. Ja, ich erinnere mich an das Video. Nordschleife müssen wir auch noch abschließen. Nice. Kommt so richtig was zusammen. 7-11 müssen wir da packen. Lonus Motorrad. Auch eine Kawasaki ZX-10R. In der EM-Version. Ja, noch viel zu tun, meine Lieben. Noch ganz viel zu tun. Wir haben also noch viel Stuff für weitere Streams, für mehr. Aber für heute soll es erstmal wieder gewesen sein. Es ist 23.22 Uhr, deswegen für heute mal erstmal Feierabend. Aber wir machen auf jeden Fall die Tage weiter. Bock drauf. Bock mich gerade. Meine Lieben. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Hat mir Spaß gemacht und schalt auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, keine Ahnung, was heißt, irgendwas mit Motorrad und Rennfahren. Kinders, habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder.